Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Loco. Heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, in Notruf Hamburg unterwegs. Und ich habe wieder mein Fake-Cop-Outfit ausgepackt, um Notruf Hamburg richtig zu täuschen, Leute. Ohne Witz, das sieht richtig, richtig gut aus. Und du willst auch nicht verpassen, wie ich hier die Leute ver... Lass unbedingt ein Abo da und smash den Like-Button. Denn so doof wie die Cops sind, das willst du nicht verpassen. Jetzt viel Spaß beim Video. Fake-Cop in Notruf Hamburg. Jetzt vorne und direkt das Polizeiauto an mir vorbeigefahren. Ist er direkt zu mir? Nee, der steigt aus. Ich weiß nicht, ob das noch mehr Polizei ist. Nee, ist Feuerwehr. Den mach ich fertig. Dich mache ich fertig. Oh, das ist irgendwas neu. Oder ist draußen einfach nichts? Bin sehr früh unterwegs. Nee, der ist nicht neu. Folgt er mich gar nicht? Scheinbar nicht. Ist hier irgendwer, fühlt sich irgendwer verpflichtet für die Bank? Ah, da rennen sie direkt. Und erledigt. Mashallah, that aim. Aber direkt ausgelockt. Ja, wir wollen auch noch mal zum Dealer. Ich brauche noch mal eine andere Waffe für schnelles Aufmachen der Sachen. Vielleicht reicht auch ein Schlagring aus, die sind kostenlos. Wir wollen heute ein bisschen mehr auf Beute gehen. Wir rauben auch Automaten. Also heute bin ich bei allem dabei. Schmuck, Zell, Schlagring, Equip. Und eventuell noch eine... Auf ganz Risiko eine G36, falls dann doch mal alle Stricke reißen sollten. Würde ich mit Sniper jetzt nochmal auffüllen. Das kostet halt so unglaublich viel. Ja, wir riskieren es. Da haben wir noch andere Waffen dabei. So. Da geht's jetzt los, Leute. Wir versuchen jetzt hier irgendwie mal ein bisschen Action reinzukriegen. Also was heißt Action? Ein bisschen mal was Positives auszurauben, ohne dass ich... Alter, da sehe ich schon zwei Autos. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ein SEK direkt. Okay. Aber... Wo wollen die hin und was ist deren Plan? Eins. 2, 3, nicht getroffen. Oh no, jetzt werden wir von so vielen verfolgt. Wie viele? Das war eben einer. Okay, Leute, das kriegen wir hin. Wir dürfen bloß nicht darüber fahren, genau. Oha. Ahahaha. Müssen ein Schutzschild finden. Er hat gedacht, ich bin fake. Er hat gedacht, ich bin ein echter Cop. Ich bin da eingestiegen. Ist das geil. Oh mein Gott. Ich muss nachladen. Oh mein Gott. Ich nehme noch ein, zwei mit in den Tod. Nein. Alter, was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Was passiert hier? Holy! Holy, mein Herz klopft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der ganze Server war einfach auf mich. Ich bin wahrscheinlich der einzige Kriminelle gewesen. Ich höre noch jemanden. Ja, rette. Oh nee. Sad. Sad. Okay, Leute, wir sehen uns, wenn es weitergeht. Alter, mein Herz. Leute, ich bin festgenommen, aber ich habe das Gefühl, da passiert gleich was. Ich bin eh One-Shot. Die wollen ihn nicht gönnen, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist ein Risiko für beide, glaube ich, hier. Oh, er hat ihn irgendwo reingesetzt. Okay. Vielleicht doch Knast für mich.
dachte kurz. Sniper-Boss hätte mich bestimmt gerettet. Ja, die nicht. Okay. Oh, wir holen uns bei Markus nochmal die beiden Sachen. Und diesmal nur ein MP5. Ganzes Geld schon wieder gefühlt weg, was ich immer hole, ey. Muss man den Juwelier einmal mitnehmen vielleicht. Oder die Bank. Aber ich kann das nie alleine mal. Immer muss ich hier alleine gerade sein. Pimo, ey. Ohne Witz, wenn der endlich wieder da ist, dann hätte ich wieder Geld gemacht. So. Da sind schon wieder mehrere Schüsse. Ah, der war kriminell. Geil. Geil, 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 geil. Ich habe halt nicht gesehen, dass ich Polizist bin. Enttäuscht ist immer noch im ersten Moment. Aber hier ist eh nichts drin. Komplett empty. Empty. Ja, Leute. Ah, dann gucken wir mal rum, was wir hier so mitnehmen können. Kassen oder so. Nice. So, bringt das jetzt was, wenn ich diesmal Schlagringe anhabe? Ich brauche echt ein Polizeiauto. Das sieht alles immer noch so todeshass aus. Ah. Ah, er fährt. Vielleicht wollte er auch gerade ausrauben. Oh, Polizei. Mal gucken, ob sie glaubt, dass ich echt bin. Nochmal 500, die lassen wir uns nicht nehmen. Aber wir hauen einfach ab. Sind rechtzeitig fertig. Easy. Easy going. Ja, wir rauben jetzt einfach mal ein bisschen aus. Juwelier dauert jetzt ein bisschen, bis sich das resettet. Fahren wir jetzt mal nach oben. Wie viel war hier jetzt in der Kasse so insgesamt? 2000, ey. Ja, ist nicht schlecht, aber es sind halt immer noch nur 2000 rein theoretisch. Was soll ich mit 2000 anfangen? Da kannst du ja halt nichts mit kaufen. Fährst aber schon über 10 Minuten das Risiko, dass du alles verlierst. So. Also Krimineller ist ein Job, der lohnt sich halt mittlerweile irgendwie gefühlt so gar nicht mehr so richtig. Richtig traurig eigentlich. Dass das so weit mittlerweile ist. Das ist so kaputt gepatcht in das Spiel. Ja. Manche Sachen sollte man einfach so lassen. Manche Sachen sollte man einfach so lassen. Never change a running system. Das ist ein Begriff, den sollten sich viele mal Scheide abschneiden. Zumindest allerhöchstens verbessern, aber nicht. Oh, hier war gut Geld drin, Alter. Hier waren 2x2,5k drin und was? Ich hoffe, jetzt kein Cop gewesen. Wo kommt der denn auf einmal her? Am Ende wartet er dann die ganze Zeit so, dass er diesen Laden ausrauben konnte. Und dann komme ich so, traub ihn einfach raus. Alter, also Handwerksladen. Okay, wir testen jetzt mal alle Läden aus. Machen wir das mal so. Scheinbar liegt da ja eine große Differenz. Also der Handwerksladen hat mittlerweile über 5k abgeworfen. Ja, so ist das ja dann schon wieder... Ein erträglicher Ertrag, Alter. Fast 10.000. Fast 10 Goldbarren, die ich mir rein theoretisch so erwirtschaftet habe. So, rein theoretisch. Wie sieht's hier aus? Ah, hier schon ausgeraubt. Verdammt. Goddammit. Gehen wir oben in den Klamottenladen gucken. Früher war der Farmshop ja so krass. Der das heute immer noch ist. Müssen wir mal wirklich testen. So, wir einmal zum Klamottenladen da oben. Und dann können wir wieder Stress machen. Bisschen Geld sammeln. Oh, der kommt doch gerade von da. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist nur der gute Sign. Ja, die ist leer. Okay, oh, das ist ein Automat. Auch ausgeraubt. Eieieiei, jetzt habe ich aber Pech gehabt hier. Ja, hier oben switchen wir einfach mal den Server, würde ich sagen. So, da sind wir schon wieder weiter. Ist ja auch ein Automat? Nee.
die Kasse. Ja, geil. Hat sich mies gelohnt. Polizei. Oh, die fährt echt da lang. Ich bin so gespannt, ob sie... Nee. Ich glaube, sie glaubt, dass ich Polizist bin. Kommt noch ein zweiter Polizist. Schaffe ich ihn zu täuschen? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe beide nicht geschafft zu täuschen. Ich wurde hier direkt hops genommen. Aber er kann gerne die Autobahn weiterfahren. Geil, das war ein guter Move. Schön ausgetrickst, die beiden. Ich mach das jetzt ganz stumpf, Leute. Ich fahr da direkt wieder hin. Weil das ist das Einzige, was sie wahrscheinlich nicht vermuten werden. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, was? Der ist immer noch da. So einfach. Heil, Alter. Leute, ist das geil. Sorry, dass ich gerade die ganze Zeit gar nicht rede, aber ich bin so gehypt. Ich kann halt nicht schlagen, wenn ich keine Ausdauer habe. Egal, wir fahren weiter. Wegen ihm bin ich abgehauen, ey. Wegen so einem doofen Teamer. Richtig doof. Richtig bescheuert, Leute. Egal. Wir können hier bestimmt weiter ausrauben. Dass niemand kam wegen dem Polizisten, wundert mich so ein bisschen. Letzte Tankstelle war ja nicht so viel. Vielleicht bringt die Tankstelle ja ein bisschen mehr. Sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Das ist ein 500er, das ist gut. Das ist doch ein 500er. Immerhin so 1000, 1500 ungefähr. Schon zu spät, Bratan. Haben wir jetzt noch... Oh, wir können hier aber auch gleichzeitig tanken. Denn mein Tank ist leer. Also so for real Tank hier. Zack. Wir bräuchten eigentlich auch wieder Munition wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. 11 Schuss nur noch. Ja, auf jeden Fall müssen wir auffüllen beim nächsten. Wie viel Cash haben wir jetzt schon? Mal gucken, wie viel wir heute zusammenkriegen, Leute. Das mal, heute ist das Ziel, was wir da ein bisschen Para zusammensuchen hier. Zack. Voll auf Gesicht gelandet hier. Immer noch. Junge, das wird ja frisch ausgeraubt dann.
Gut, dann ist der nächste wieder Handwerksladen, glaube ich, ne? Wenn direkt hier so durchfährt, kommt man da irgendwo raus. Oh. Wenn man denn nicht gegen den Baum feiert. Ups. So. Ja, Werkzeugladen. Sehr schön. Ein paar Automaten auf dem Weg dorthin vielleicht, den man mitnehmen kann hier. Und keine 600 Euro Strafe hier bitte, dankeschön. Das ist schon sehr unfair hier, ne? Oh, da ist ein Dealer. Dealer heißt Munition auffüllen. Munition auffüllen heißt sehr gut. So, MP5 Refill. 900, kein Taui. Die eine Tankstelle schon gelohnt. Okay, okay, okay. Wollen wir jetzt hier weiter? Und der wieder geht, der Workshop, das wäre Baba, weil der war... Zugesäckeleckeli. Oder haben wir nicht den Server gewechselt? Wir haben sogar den Server gewechselt gehabt. Geil. Nehmen wieder 5000 hier hoffentlich. Ja, das ist richtig bombastico. Ey, will nichts kaufen. Dann ist die lila Bündel. Ich glaube, die lila waren das ja 2,5. Diesmal nur ein. Oh, ich höre Sirenen. Konfessiere hier nur. Bin nur zufällig vorbeigekommen. Ich sollte mir ein Auto holen, was vielleicht auch Polizei fahren kann. Aber fährt ja auch nichts, eine Strafpolizei. Ei, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Ja komm, wir probieren es mal. Wir versuchen immer abzuhängen. Auf die Schnelle. Wäre natürlich auch smart gewesen. Zack, Autowechsel, wenn er das nicht mitgekriegt hätte, ne? Lol, er hat nicht mehr gesehen, dass ich links gefahren bin, glaube ich. Ich glaube, er ist genau geradeaus und dann in die Stadt reingefahren. Oder er ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, Leute. Auto ist auf jeden Fall noch heil. Lol. 3, 4, boah. Was geht denn da ab jetzt? Okay, fahren alle weiter. Keiner fährt zu mir. Einer geht noch rein. Oh mein Gott, den erwischen wir, Leute. God damn it. Haben wir nicht erwischt. Okay, BMW verfolgt da immer noch. Also der BMW hat Bock. Der könnte mir ein Problem werden mit meinem Geld. Das Geld jetzt ungern verlieren, Leute. Verfolgt jetzt mich oder ihn? Idiota. Der hat ganz schön viel Leben hier abgezogen. Gucken, ob die anderen da immer noch liegen, das wäre funny. Im besten Fall haben die sich aber ausgelockt. Ich hätte ihn echt gern zu Boden gebracht. Richtig auf Krampf. Aber nee, wir liegen da beide nicht mehr. Okay. Aber ist auch immer noch nicht zum Ausrauben da. Mist. Ja, also den Stern haben die auf jeden Fall verändert, Leute, ey. Wie lange man jetzt braucht, um 5 Sterne zu kriegen, schafft doch keiner mehr. Oder? Wie seht ihr das? 3 Sterne, ey. Du hast schon mehrere Läden ausgeraubt, Kopf auf dem Gewissen. Rasen wir jetzt nochmal zum Farmshop und dann zum Juwelier. So, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So schnell wie die eben. Hey, geht auch nicht. Ohne entweder direkt jemand hier gewesen. Aber wir wechseln den Server einfach. Neuer Server, neues Glück. Wir schauen noch einmal kurz da rein. Wenn wir ja schon hier sind, dann schauen wir natürlich, ob wir mit dem mitnehmen können. Oh ja. Das erste Mal in der Folge sogar. Zack, 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 zack. Oh, Alter, das ist doch auch 2,5. Stark. Stark. Und hinter mir sind auch noch ein paar Scheine hingeflogen. Cool, die Banknoten jetzt aussehen.
Ja, 200er nur. Rein theoretisch sind das so 5 Scheine und der zeigt mir so einen fetten Bündel an. Oh ja, das ist nochmal 250. Und das ist auch noch was. 1000! Geil. Der war auch nicht schlecht. Oh no. Oh yeah, Leute. Nochmal fette Action am Ende hier. Easy. Den haben wir. Okay. Muss eigentlich, mein Auto ist weg. Ja, der hat keine Chance, oder? Den Sniper haben wir, den SEK haben wir schon ausgeschaltet. Wäre jetzt auch richtig doof gewesen, wäre ich hier ausgelockt worden, Leute. Checkt unbedingt die Beschreibung. Ich flüchte hier mal. Ey, nein, da kommt jemand. Spring doch. Ei. Oh mein Gott, er hat nicht gecheckt. Leute, er hat's nicht gecheckt. Ich lauf weg. Ich lauf so weg. Checkt unbedingt die Beschreibung, Leute. Dann findet ihr meinen Link in den Discord. Bitte beitreten. Bis dann. Ciao, ciao. Wir testen es. Wir testen es noch zusammen. Ob es geklappt hat, Leute. Das wäre jetzt der heftigste Cliffhanger. Oh mein Gott, Leute. Bin ich im Gefängnis oder bin ich weit genug weg gewesen? Bitte, bitte lass mich. Komm, lass das alles Hand und Fuß gehabt haben. Ja! Das hat einfach funktioniert, Leute. Also checkt die Beschreibung, da findet ihr meinen Discord-Link. Würde mich mega freuen, wenn ihr da beitreten würdet. Und jetzt checkt ihr die nächsten 2 Videos aus. Die sind nämlich auch richtig nice. Und ciao.